Hi und willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Klassisch. Machen wir das. Machen wir mit Mega Man. Den haben wir ja freigeschaltet oder so. Ja. Mega Man. Wegen halt, ne? Meilenstein und so. Jagd auf Doktor, wie bitte? Da muss ich gegen Doktoren hier kämpfen. Den Professor Doktoren. Ja, Dr. Mario. Ja, auch nicht. Naja, frisst Zitronen. Das kann ja auch der angefallen ist. Kann. Komm mal her. Shoryuken. Okay, wir müssen mit Mega Man wieder reinkommen. Schon Ewigkeiten her, ich ihn gespielt habe. Glaube ich, gehen wir mal am Ende kämpfen gegen den Yellow Devil. Mega Man ist ein bisschen komisch zu steuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Boom. Ja, vor allem wenn man so einen Scheiß schon macht am Anfang. Ich wollte das Ding eigentlich da angreifen, wenn es explodiert und dann passiert mir direkt so ein Kack. Was ist das? Ja, da keine kommen, er kann nur schießen. Oh. Mein Gott, jetzt lass mich doch mal. Lass mich doch mal machen, ey. Na, jetzt weit von links, als Mega Man X. Ich habe mal Mega Man X8 hier auf diesem Kanal gespielt, aber mein zweites Projekt. Schau dich halt an. Das ist voller Qualität. Was? Wieso kriege ich denn das schon wieder? Ja, man sieht, ich bin richtig schlecht mit Mega Man. Ja, das Schwert wieder, ja. Boah, Junge. Ich habe es jetzt noch nie mit dem Schwert getroffen, kann das sein? Hey. Ich drück doch noch. Boah, ist das eine scheiß Runde, ey. Aber ich muss ja nur gewinnen, also. Bin ich mir nur ein oder sind die Gegner für stark oder was soll das hier? Schwerer war der schon vorher im Spiel drin? Okay, ja, das wird der, das wird sehr doof. Aua. Nein, nicht anfassen. Er sieht so graziös aus. Was ist das? Ist das ein Dr. Kawashima? Spüre die Macht der Matte. Eins weggekickt.
Ehrlich, damit habe ich den K.O. gehauen. Boah. Warte, jetzt kommt schon das Bonusspiel? Warum das denn? Weil ich so schlecht bin, oder was? Soll ich mich verarschen? Wir haben jetzt Schüsse. Tu nicht die Dinger kaputt hauen. So, ich tue mich ja sowieso schon schlecht anstellen, also guck mal, ob ich das hinkriege mit dem Dings hier. Dem letzten Ding. Boah. So, wie war das jetzt? Ich muss jetzt hier warten, ne? Ja, voll gestört, ey. Ist irgendwie voll nicht wert. Warum macht man das überhaupt? Mega Man gegen Mega Man. Im Original halt, ne? Oh Gott. Ja, ihr, geht weg. Stimmt, ich habe noch den lange. Boah. Ja, mein Charakter wird er auf jeden Fall nicht. So, mein Charakter of Choice wird er definitiv nicht, ey. Ist einfach abgehauen, ne? Yellow Devil. Ja, was ist das? Weiß nicht, was ich genau sagen soll. Irgendwie ist das nicht so berauschend, was ich hier mache. Also. Oh. Alles eine coole Pose. Oh, so jetzt 5.9, so wenig hatte ich ja echt noch nie. Galeon, was? Wie viele Bosse muss ich denn hier kämpfen? Also war nicht so hart im Nehmen. So, Mega Man ist aber auch ein richtig guter Charakter für Bosse. So ein Gefühl. Boah. Shoryuken. Wenn wir schon dabei sind, dann könnten wir gleich noch mit einem Capcom Charakter spielen. Ne? Das klingt doch eine Idee. Ich meine Rio damit. So, was jetzt? Dr. Mario? Okay. Kannst du aber noch nicht gewesen sein. Ich kann auch, nur besser. Ist halt aus meiner Serie, ne? Dieser Angriff. Ja, ich kann alle möglichen Zeugs auf den werfen. Ich hoffe, er war es noch nicht danach.
Weil wir hatten gerade unseren Boss, aber was? Wieso kommst du denn auf einmal hier? Wenn wir ja Boss war schon, oder was? Ja, das ist ein bisschen krass. Also, was soll ich dagegen machen? Bin ich so mit Mega Man, verdammt. Schick mir noch nicht so viele Gegner hier. Boah, ich komme nicht an den ran. Ey, der tut immer genau über mir springen, wenn ich den Angriff mache. Ah. Na komm. Was ist das? Okay. Warum die Charaktere auf einmal? Stehe jetzt nicht. Weil ich so einen niedrigen Rang hatte oder was? Haben sie mir gar keinen Boss hier irgendwie geschickt, außer vorhin der. Warum Dr. Mario und Mewtwo? Sind wir eine komische Kombination? Könnte vielleicht irgendwie meinen, so Mario und Link oder irgendwie so. Was hat Mewtwo mit Mega Man zu tun? War okay. Sag ja nichts. Steuer ja nichts in Frage oder so, ne? Kein Name darf vergessen werden. No name can be left unscratched. Aber lag einfach nur daran, weil mein Rang irgendwie zu niedrig war. Das Bonusspiel war auch relativ früh, ne? Also vielleicht ist das ja bei einigen Charakteren so, ne? Ich habe noch nicht jeden Charakter hier durchgespielt bisher im klassischen Modus. Sag mal, Dings, ja, Abenteuer, All-Star-Modus spielen. Da wird richtig hart, wenn ich alle Charaktere, da hätte ich am Anfang machen sollen, als ich nur 8 Charaktere hatte. Aber was soll's. Wenn schon, wenn wir in Motion spielen, dann mit allen Charakteren halt, ne? Nein. Warum? War ich die kleinen Dinger mich so gar nicht getroffen? Irgendwie so wie ich das sehe, kriegt man nur hier Belohnungen, oder? Ja, so Geschenkchen da unten. Wenn man hier genug Punkte hat. Wenn ich das nicht spielen würde, würde ich gar nichts kriegen am Ende, oder was? Da wäre aber mies. Ja. Na komm, wieder 1,7 Millionen. Boom. Sehr gut. Ich glaube, Sora sind die Macher von Kid Icarus Uprising, oder? War irgendwas anderes. Ich hätte es irgendwie herausgefunden. Mega Mann. Ja, und ich habe auch keine Geister oder so bekommen, weil ich so schlecht war. Mal zu erwarten. Hallo. Der muss ja irgendwie keine Silhouette haben. Der sieht genauso aus, wenn er aufgedeckt wurde. Au. Einige Level, die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gesehen, die Level. Aha.
stelle mich hier schon wieder an. Ich kann hier nicht runter. Was ist das? Sehr gut. Ah, du bist hier oben, ja. Mr. Game and Watch kämpft nun mit. Ach ja, genau. Reto Melly. Okay. Dr. Wily. Ein Geist vom Rang Legende herbei. Das von Geistern. Verkaufe 5-mal Items. Einmal das Geistertraining im Studio. Habe ich auch schon 4-mal. Sammle 777 verschiedene Geister. 100er Smash, der Allianz als Luigi All-Star Smash. Was wollen wir denn noch machen? Immer so Kleinigkeiten hier erledigen. Also, was man dadurch kriegt, ne? Wir haben 20 Stunden Spiellaufzeit. Wie weit bin ich denn davon entfernt? Die Pflege kann auch nicht mehr so weit entfernt sein, ne? Ja, machen wir einfach mit Dings hier. Nochmal. Rio. Ja. Oder Ryu. Hunger nach Herausforderungen. Den dürfte ich mich hoffentlich ein bisschen besser anstellen als mit Mega Man. Direkt gegen Kennen. Ich krieg irgendwann nicht 2 OKP. Ist das bei jedem Kampf so? Kennen, ich habe noch gar nicht freigeschaltet. Schließt sich uns an. Wir sind die Gewinner. Was ist das? Das ist ein KP-Kampf. Oh. Also macht man das. Man muss einen ganzen Halbkreis machen. Boom. Und sagen, warum ich das nie hingekriegt, dieses flammende Hallo kennen. Zeus Suit Samus. Da soll sie eine Anspielung an Chun-Li sein? Weil ich höre irgendwie Chun-Lis Musik. Bitte sag mir, die Bosskämpfe werden auch so sein, dass ich mit KP kämpfen muss. Das wäre irgendwie viel besser. Na. Oh. Hat die mich gegrabt? Habe ich jetzt echt gerade diesen Feuerball weggetreten? Ja. Oh, Akuma Stampfer. Könnten sie auch hier reinpacken. Wäre auch so ein kleinerer Kloncharakter. Echo Fighter meine ich natürlich. Wir haben jetzt einen offiziellen Namen. Aua. Will ich eigentlich gar nicht machen. Oh. Oh, komm her. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber Blanka wahrscheinlich, ne?
Ja, so eine Anspielung am Blanka sein. Ich gucke immer auf den Gegner, merke ich gerade. Hier, ich laufe zurück und ich gucke immer noch auf den. Wie ein Street Fighter halt, ne? Stimmt, da haben sie gemacht hier in dem Spiel. Einfach bin ich an. Wenn du meinst, ich wäre ein Experte in Street Fighter, ne? Oh. Bitte sagt mir, die Bosskämpfe werden auch so ablaufen mit HP. Und die, glaube ich, viel einfacher machen. Was ist das? Na, 0,8, ehrlich. Hätte das Feuer nicht noch ein bisschen Schaden machen können? Ich glaube aber, die Capcom-Charaktere haben irgendwie eine andere Anordnung. Ich krieg schon wieder hier ein Bonusspiel und dann am Ende. So als. Oh Gott. Alter, spring doch nicht so weit, Mann. So, jetzt gehen wir einfach weiter. Ah, was soll's? Boah, Junge. Geht mal gar nicht so kaputt, Mann. Ja, ich habe immer noch 150 KP, was? Aber bitte sagt mir, in den Bosskämpfen wird das auch so sein. Oh, Little Mac. Der sich wahrscheinlich in Giga Mac oder so verwandelt, ne? Irgendwie sowas. Ist er fast so groß wie ich, was? Boah, der gibt mir ja voll auf die Fresse. Oh nein, geh mal weg. Ich wusste es, ey. Was ist das? Sehr gut. Na, wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Ja, ein Highscore werde ich aber nicht mehr kriegen. Meter, nein. Ach, da kommen noch zwei. Ha. Aus dem Wirbelwind rausgehauen, ey. Was sagst du dazu? Ich habe gar nicht drauf geachtet, wer soll jetzt eine Anspielung an wen sein? Also nicht. Einige würden jetzt wahrscheinlich sagen, ich spam ja nur Hadoken, aber so sieht er den Street Fighter auch aus. Man spammt so lange seine Projektile, bis der Gegner nah genug rankommt, dann macht man einen Shoryuken. Also das hier wird. Und wäre das so eine typische Strategie mit so Charaktere wie Rio oder Ken, glaube ich. Soll ich einfach mal, müsste einfach mal Ken Flowchart oder irgendwie so. Ich sag, glaube ich, googeln. Oh Gott. Na komm. Boom. So. Ach, komm mal zwei. Oh nee. Er sagt, Alter, was? Ken. Wie, du kämpfst nicht mit mir. Er kopiert mich? Nee. Er ist einfach nur zufällig. Er ist ja irgendwie voll broken. Gut, jetzt sieht das Feuer schön auf sich.
Ich hoffe nicht. Das sieht mir zu einfach irgendwie aus. Muss ich sagen, wenn ich dadurch hier verrecken, ey. Das sieht mir bisher noch ein bisschen zu einfach aus. Ich frage sowieso noch einmal, merke ich gerade. Ah, ich dachte, er wäre mit seinen angefällig, ey. Das war schon ein bisschen zu einfach. Aber was? Okay. Habe ich da ohne Continues geschafft bisher? Ich glaube, ich bin kein einziges Mal verreckt, ne? 9.1. Jetzt nur noch ein bisschen schneller die Gegner erledigt, dann wäre es noch besser gewesen. Rios Thema, Rios Stage. Japan Stage, glaube ich. Ich habe zwar nicht viele Nintendo-Klassiker gespielt auf der Super Nintendo, ich hatte nur irgendwie 5 oder 6 Spiele, aber Street Fighter 2 hatte ich auch. Das legendäre Street Fighter 2. Und Super Mario, das waren so die 2 Klassiker, die ich hatte auf meiner Super Nintendo. Und die einzigen Klassiker, also. Ich hatte keine Sachen wie, weiß nicht, Yoshi's Island oder Donkey Kong, Mario Kart, Final Fantasy 6. Also ich hatte irgendwie keins von diesen Legend of Zelda, Mega Man, Metroid. Also ich hatte nur Super Mario World. Also ich hatte natürlich noch ein paar andere Spiele, aber so unwichtige. Ich hatte so ein Power Ranger Kampfspiel. 2 Fußballspiele hatte ich. Jeder, den ich kannte, hat irgendwie so ein Aladdin Super Nintendo Spiel gehabt, das richtig gut war. Aber ich hatte halt diese ganzen Spiele nicht. Ja, jeder hatte natürlich auch Mario Kart, nur ich nicht. Aber damals hat mich das noch nicht so gereizt, so für ein Super Nintendo. Erst so Nintendo 64. Also ja. Man sieht schon so meine, wie treu ich Nintendo bin, ne? Wie kann er es wagen, eine Nintendo-Konsole sein eigen zu nennen? Er ist kein wahrer Fan. Wie die ganzen Nintendo-Fanboys hier so sagen. Ich finde das mal irgendwie unfair, wenn irgendwie so Konsolenkrieg oder so ist, ne? Und Leute tun irgendwie nur Xbox und PlayStation irgendwie so, also konkurrieren. Und ja, ich finde immer schade, dass dann Leute immer in Nintendo rauslassen, die aktuellste Nintendo-Konsole. Irgendwie voll gemein. Dabei hat die Nintendo irgendwie voll die besten Exklusivspiele. Jeder, der schon mal irgendwie ein Nintendo-Spiel gespielt hat, zugeben, dass die richtig Bock machen. Ja, was soll's. Rio. Oh, ganz alte Artstyle. Der alte Lobber. Medeus, der ist aus Fire Emblem. 1 oder irgendwie so. 1-3 irgendwie sowas. So. Wer ist das? Ach, Dings hat. Chrom. Aber ich dachte, ich habe immer noch KP-Kampf. Oh gut. Er war voll in der Luft gestunt, deswegen, ey. Jetzt gibt er mir auf die Fresse. Warum sind die eigentlich so Maschinen irgendwie, die rauskommen aus dieser Level? Fire Emblem ist jetzt nicht so eine technologische Serie, das ist mehr mittelalterlich. Mit ein bisschen Fantasy. Warum sind dann hier so komische Sachen, die aus dem Boden kommen? Übrigens, Chrom. Hauptcharakter aus Fire Emblem Awakening.
Spiel insgesamt 8 Runden im Team Smash. Okay. Also einfach nur irgendjemand an meiner Seite haben, ne? Alles klar. Gut. Klassisch, quadratisch, gut. Ne? Irgendwie sowas. So, guck mal, was mein Shop ist. Habe ich gar nicht, wenn der letzten Parts nachgeguckt. Muss ich doch machen. Hallo. 15.000. So. Viridi. Viridis Kleidung. Bester Charakter aus Kid Icarus Uprising. Ich dachte, er macht mit seinen Fingern hier so, ey. Ich brauche wieder neues Geld. Mehr Geld, meine ich. Neues Geld, ja. Ich muss mir neues Geld waschen. Gut. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge machen wir weiter im Abenteuermodus, wie gehabt. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüssikowski.